Gute und herzlich willkommen zurück auf der St. Kalle im LS22 mit Averia und Jolly. Moin. Moin hier, mittags um 13:30. Ja nu. So, wir waren ein bisschen shoppen. Wir haben unseren wunderbaren, überdimensionierten Schwader mal eingetauscht gegen einen anderen. Den lassen wir jetzt hier aber stehen. Ja, Anhänger haben wir uns noch geholt. Von Klaas. Und natürlich den Strautmann-Ladewagen. Und ich werde das hier mal jetzt in der Zeit, wo der Scholli so wunderbar da das Feld beerntet, zum Hof bringen, ne? Beziehungsweise dann mit dem Ladewagen mal versuchen, das Heu an die Kühe zu kriegen. Okay, warte mal. Ich muss jetzt hier mal auf der Karte mal spielunzen. Nee, macht wenig Sinn. Ah, ich habe gedacht, da gibt es so Schleichwege. Du fahr doch mal weiter hier. Bloß weil ich hier stehe, muss er nicht anhalten. Was für eine Aggressivität hier. Ja, toll. Fahre ich gleich gegen eine Laterne. Wunderbar. Hat keiner gesehen. Doch. Zumindest aus meiner Sicht nicht. Ich sehe schon Schumi wieder in den Kommentaren. Haha. Ha. Da gibt es ja Leute, die freuen sich darüber, wenn ich irgendwo gegenfahre, ne? Nee. Wir nicht. Na je. So, jetzt hoffen wir natürlich, dass wir mit dem Ladewagen da bei den Kühen auch alles machen können, dass der nicht auch zu groß ist. Aber wir werden den Fall beobachten. So. Der Pass. Ach, jetzt bin ich wieder zu früh abgebogen. Ich sehe das schon. Ach, ich biege mal zu früh ab hier. Ja, aber macht ja nichts. Da hinten dreschst du vor dich hin. Wundervoll. Ja. Und ich werde mir etwas mehr Geld wieder kriegen. Oh, hier wollte ich nicht langfahren. Aber gut, kürzen wir hier ab. Oh je, einmal ab durch die Weinreben hier. Nee. Oh, das machen wir aber auch unbedingt, ja? Ja. Ein bisschen, ach nee, Traubensaft. Na? Was sagt... Aber nur ein bisschen. Ein bisschen. Was sagt eigentlich dein Füllstand? 49% erst. Ah ja. Also kann ich noch bis zur Wiese fahren, sagst du? Ja, ja. Das ist schade. Da fährt so. Jo. Fast ein direkter Weg. Ja, ist halt alles so ein bisschen enge hier, ne? Ne, da komm ich, fahr ich mal lieber nicht lang. Wir nehmen mal den ordentlichen Weg hier. Wir fahren nur ordentliche Wege. Ja, ja, über die Büsche und so, schon klar. Uiuiuiui. Wir kriegen gleich mal einen Stresstest. So. Auf, wie geht's? Uiuiui. Keiner was gekauft und trotzdem leck. Naja. Wie das halt so ist, nicht? Ja, Giants Physik. Das ist ja eine komische Physik. Ja, das fühlt sich aber ganz gut hier mit dem Heu. Ja, da hat auch irgendjemand riesen Schwaden gemacht. Ja. Mit einem kleinen Schwader. Naja, die nächsten werden kleiner. Nein. Abwarten. Ja, dafür ist man aber auch schnell fertig, ne? Ja. Ist mal schnell durch. Super schnell. Super, super. Ah, gleich geschafft hier. Guck mal, da haben wir die ersten 100% schon geschafft. Ein Träumchen. Jetzt müssen wir nur irgendwie da hinkommen wieder. Bin ich mal gespannt, ob der in den Kuhstall passt. Ja, ich auch. Ich muss das hier wieder ausprobieren, ja? Hat er ja wieder so ein Testopfer gefunden. Du hast die Ehre, es zu dürfen.
muss das positiv sehen. Das ist ja nur die Frage, komme ich jetzt hier auch einfach so rein, ha? Bestimmt. Schön langsam. Oh, das ist aber knäppig, du. Ui, 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 ui. So, I für abladen. Na, gucke. Siehst du, gutes Augenmaß. Es lädt ab und lädt ab und lädt ab. Okay. Ja. Jetzt muss ich erstmal husten vor lauter Schreck. So, hier, Heu. 9060 Liter. Oder das ist nur ein Fliegenpups. Ach, du dickes Ei. Was ist denn mit den Kühen hier? Oder braucht das jetzt einen Moment? Das braucht einen Moment. Oh mein Gott. Aber der Ladewagen ist komplett rein? Ja. Oh. Wir sind ein bisschen hungry hier, du. Aber nur minimalst. Das sind nur 10. Was soll das werden, wenn noch mehr drin sind? Alter Schwede. Die brauchen ganz, ganz viel Heu. Ja, ich befürchte das. Und ganz viel Mischfutter. Ja, da bist du ja hier wochenlang nur mit Mischfutter beschäftigt. Na, das wird ja heiter. Ui, 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 ui. Weißt du, was ich abends machen kann? Na? Ich mach dann abends Mischfutter. Ah, nicht so dolle. Oh, das war ein bisschen steil hier, die Kurve. Jupp. Jetzt passt's wieder. Wenn man die Kurve nicht so kriegt, ne? Jetzt mal gucken hier bei den Kühen. Aber viel geht nicht mehr rein. Du hast jetzt 38.867 Liter drin. Na, das ist doch mal was. Also sagst du, bei den 3 Kühen muss auch noch was rein, ja? Ja, da war noch weniger drin wie bei den 10 Stück. Na, dann gucken wir mal. Wenn du da überhaupt reinkommst. Ja, ich ahne Böses. So. Ich ahne nix. Nächster Ladewagen voll. Next try. Haben wir eigentlich einen Kercher? Muss ja die Frage hier mal so einwerfen, wa? Ich habe extra nichts gesagt. Oh, war ja. Aber das ist aber auch knapp hier mit dem Hänger, du. So, gucken wir mal. Ja, rüber muss ich. Oh, voll. Okay, Kühe versorgt. Dann müssen wir doch mal gucken, wie wir das jetzt hier bei den kleinen Rabauken machen, wo wir da überhaupt was abgeben können. Muss man schon einmal ringsrum gondeln. Aber Wasser haben wir ja hier am Hof. Ja, Gott sei Dank. Oh, warte mal, dann fahre ich mal lieber so rum. Da passen wir nicht durch. Ist ja kostenlos das Wasser? Ja. Ah, gut. Wenigstens etwas hier. So, hallo, ich habe gehört, Sie haben Hunger. Ich hänge an der Schubkarre fest. Ei, ja. Kann man ja mal machen. So fast nie gelagene neue Schubkarre hier. Wo muss man denn hier was abgeben? Muss ich da reinfahren? Ja, da passt doch nie im Leben. Ei, ja, okay. So, also wenn die Scheune bei den Kühen jetzt hier zusammenbricht, ich war's nicht, ne? Die ist hoffentlich stabil gebaut. So. Hoffe ich. Mal. Ist aber schon eine Kurbelei hier, um überhaupt da reinzukommen. Riskieren. Und stell dir mal vor, wir hätten eine Drehschäme.
Naja, kommt schon mal ja nicht in Frage. Ich habe ja freiwillig gesagt, kein Drehschema. Mann, da ist ein Balken auch noch so quer. Wer macht denn sowas? Der Statiker. Dann müssen wir hier in ganz langsam machen, Leute. Immer diese Fußgänger. Nee. Muss ich noch weiter rüber. Den Weg fahr ich denn hier lang her. Boah. Nee, zurück auf die Straße. Du mach doch mal gerade hier. Jetzt pass auf, jetzt backen wir hier am Boden fest. Also an dem Boden über uns. Das wird da nicht. Das wird was. In den großen Kuhstall kommt. Hoffe ich, dass du auch in den kleinen kommst. Das ist aber gerade so, du. Da hast du jetzt ein paar Schrammen an der Decke. Ich hab doch gesagt, passt, wir haben gutes Augenmaß. Du bist aber auch leer, du. Ja. Huiuiuiuiui. Oh, dann kann man gleich den Fleck hier mal mitnehmen. Wir wollten sowieso das kleine Feld auch noch zur Wiese machen. Dann lohnt sich's. Ach, man muss ja aussteigen hier. Eine Mähdrescher anmachen, jetzt sollte er. Ja. Hier lag doch noch ein Häufchen. Ah! Jetzt habe ich auf das Häufchen da hinten geguckt und das Häufchen hier vorne gar nicht gesehen. Ja. Nehmen wir hier auch gleich mal mit. Machst du das tolle Häufchenprinzip? Ja. Ja, muss ja alles runter hier, ne? Da musst du aber wirklich genau hakeln, dass du da reinkommst mit dem Teil. Also da wäre der kleinere Ladewagen besser gewesen. Aber gut. Muss man so oft fahren. Das kostet viel zu viel Sprit. Dose, Farbdose ist günstiger. Okay. Man muss auch mal Prioritäten setzen. Na, jetzt gibt's ja Farbdosen hier im Spiel, ne? Oder Markierdinger. Ja, für die Bäume. Die tun wir einfach so, als wären die auch fürs Haus geeignet. Also, ich habe damit keine Probleme, das sind Neonfarben. Oh Mann. Na, läuft doch. Mensch, dann sind diese mal futtertechnisch auf jeden Fall schon mal versorgt. Gucken mal, wie viel wir bei den Kleinen noch reinkriegen. Dürfte ja gar nicht mehr so viel denn eigentlich sein, ne? Sollte bei beiden nicht mehr so viel sein. Na, bei den Großen bin ich durch. Also da hat es nichts mehr angenommen. Die sind okay. Voll. Hm? Also nicht bei den Großen, ja doch, die sind ja auch älter, ne? Kann man ruhig sagen, die Großen. Immer diese Rückfahrbahneinrichtung hier. Mit dem Piepsen. Also ich glaube, hier muss ich noch einen Weg irgendwie zeichnen, dass man hier besser rankommt. Und vor allem hat er auch genau hier bei der Einfahrt schön Steine hingemacht, ne? Dass man da nicht so ganz gerade reinkommt. Ja, das hatte ich auch schon gesehen. Das ist natürlich nett. Nee, ich finde es ja gut. Muss ich ja ganz ehrlich sagen. So, jetzt wieder gerade. Noch gerader. Noch gerader wie gerade. Na? Jawohl. Guck mal, im ersten Anlauf reingekommen. Also es wird. Perfekt. Und es lädt und lädt und lädt.
Mann, das sind nur Dreie. Und leer. Die drei haben genauso viel Hunger wie die zehn. Oh Mann. Das sind Teenager. Die haben Kohldampf. Ja, aber einmal noch und dann sind die auch voll, ne? Probier mal das einfach. Ist die ganze Wiese na ja tatsächlich schon bei den Kühen verteilt. Haben wir nichts zum Einlagern. Wie bitte? Da ist nicht mehr viel hier. Musst du dranbleiben. Also die musst du düngen wie verrückt hier. Ja. Damit du hier auch ein bisschen Ertrag runterkriegst, ja. Kriegen Diätfutter. Hey. Auf gar keinen Fall. Wir wollen ja frische Milch. Leckere, gesunde, frische Milch. Ja? Hier sind überall noch kleine Resthäufchen, die hole ich dann am Ende, ne? Ich mach dir den nächsten Häufchen schon. Nein. Doch, Stroh. Ach so, jetzt habe ich gar nicht geguckt. Wie hast du das jetzt bei dir mit dem Laden gemacht? Ich habe den Anhänger geholt, ne, mit meinem Traktor und habe ihn hingestellt. Okay. Brav. Jetzt war ich ja so mit meinem Heu beschäftigt, da habe ich mir gar nicht mehr bei dir jetzt reingedacht, ob du mal abgetankt werden müsstest. Sorry dafür. Nö, alles gut, alles gut. Dafür produziere ich, wie schon gesagt, die nächsten Häufchen, diesmal Stroh. Okay. Brauchen wir auch noch, wa? Brauchen wir auch noch? Habe ich jetzt nicht geguckt, ob die hier noch haben oder nicht. Warte mal. Die Großen haben gar nichts und die Kleinen sind voll mit Stroh. Nein, Schubkarre. Hat keiner gesehen, ne? Die ist doch so neu, die hat hier Rostpatina lockiert. Die hat Unikatwert. Ja. Das darfst du aber nicht kaputt machen hier. Nee. Die ist auch äußerst stabil. Ja. Die hat mich gut ausgehalten. Also was heißt mich? Ich wollte gerade sagen, also dich Fliegengewicht ist ja nicht schwer auszuhalten. So, gucken wir mal. Jawohl. So, dafür habe ich nur 3,5 Häufchen für dich gemacht. So, 70% habe ich jetzt noch über in meinem Wagen. Jetzt ist die Frage, wo werde ich das los? Wo haben wir denn ein Silo? Was das hoffentlich annimmt. Oh, hier ist ein Reh. Nein. Ja, ich habe vorhin auch eins, aber das ist vor mir weggerannt. Kann ich gar nicht verstehen. Ja. Nee? Ach, ich sag nichts weiter. Danke. Ah, ja. Ich probier's mal hier in dem großen Silo am Hof. Ja. Was anderes ist ja hier nicht. Der Rest ist ja schon verplant, beziehungsweise steht ja dran, was rein soll. Kicken wir mal, ob wir hier unser Heu loswerden oder ob wir wirklich ein Heusilo. Ja. Ja, wir werden es los. Na, Halleluja. Wir haben kein Geld für Heusilo. Das hätten wir jetzt ein Problem, ne? Ja. Na, das klappt wunderprächtig. Gut, da weiß ich ja nicht, wie weit du bist, aber unsere Zeit für heute ist abgelaufen. Ich bin auch durch. Mr. Scholli, na, ich bin noch nicht durch, aber wir haben alles geklärt, was zu klären war in dieser Folge, würde ich mal sagen. Wir haben alle wichtigen Entscheidungen getroffen. Ja. Da es keine wichtigen Entscheidungen gab, hat sie nur die Frau getroffen. Ganz einfach. Boah. Du möchtest heute Essen kriegen? Na, ich glaube eher nicht, wa? Nee, ich wollte Diät. Boah. Passt dir hier gerade so. Das ist die Rache, weißt du? Kleine Sünden bestraft der liebe Gott sofort. Ja, und damit, ihr Lieben, kommen wir zum Ende für diese Folge.
Wir bedanken uns bei euch wie immer ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen und fürs dabei gewesen sein. Wir wünschen euch einen traumhaft schönen Tag und freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder einschaltet. Also bis dahin, macht's gut. Tschüss. Tschüss, bis zum nächsten Mal.